Ja, es ist ein sehr wichtiger Sieg und auch ein super wichtiger Sieg natürlich und außergewöhnliche Leistung hier zu gewinnen. Galla hat 17 Spiele in Folge nicht verloren. Dann in diesem Stadion zu gewinnen, ist auch unglaublich schwer. Wir haben uns sehr schwer getan in der ersten Halbzeit. Wir haben aus den Balleroberungen zu viel zurückgespielt. Wir hatten viel zu wenig Balleroberungen, haben uns wahnsinnig schwer getan, überhaupt in die Zweikämpfe zu kommen. Wir sind viel zu spät in die Zweikämpfe gekommen, erst in unserem Strafraum zu viel Chancen zugelassen. Mit Ballbesitz waren wir zu hektisch, zu ungenau. Deshalb war es eine, ja, mussten wir viel, viel leiden in der ersten Halbzeit. Die Reaktion dann war sehr, sehr gut von der Mannschaft. Dickes Kompliment. Wir haben angefangen, Zweikämpfe zu gewinnen, wir haben ein bisschen tiefer verteidigt. Und unser Verhalten nach den gewonnenen Zweikämpfen war besser. Wir haben nach vorne gespielt, wir haben durch die Lücken gespielt, das Timing vorne. Wir haben unglaublich viel gearbeitet vorne auf den Positionen bei Leroy, bei Kingsley, bei Jamal, die da mit Tempo dann umgeschaltet haben. Das war heute eine sehr, sehr starke Leistung von allen da vorne, das immer wieder zu tun. Und das hat uns natürlich geholfen, das Spiel dann, das hätte ich beinahe gesagt, zu drehen, weil es sich so angefühlt hat, als hätten wir es gedreht, aber ja, auf unsere Seite zu ziehen.